Da entlang. So, da ist Grünwand. Ja, und da ist ein böser Baum übrigens. Hier oben ist auch noch etwas Grünmond. Schon geschehen. In Ordnung. So, jetzt noch den, das Feuerfliegenei hier. Ja, gerade etwas umpassend, während wir gegen Feuerfliegen kämpfen. Gute Entscheidung. Eine Elf in Not. Normalerweise hat ein Elf von der Natur wenig zu fürchten. Nur manches Mal schlagen sich Tiere und Pflanzen auf die Seite des Bösen und dann weh dem, der ihm zu nahe kommt. Selbst elfisches Blut mag einen dann nicht mehr zu schützen, im Besonderen, wenn ein anderer Elf hinter der Bösartigkeit steht. Ein Elf, der zwischen den Reichen des Lebenden und der Toten wandelt. Einzig der, der seine Seele zu besänftigen weiß, wird nicht von ihm Boros Reich einkehren. Okay, sehr freundlich. Das sieht man nicht alle Tage. Ein Baum, der eine Elfe gefangen hält. Was für ein blödes Gewächs. Wie ist das denn? Bitte redet nicht. So befreit mich doch. Ja, wir müssen nur herausfinden, wie. Ja, hier ist noch jede Menge Grünmond. Lassen wir mal das Drachen da in Ruhe und reden erst mit Wendala. Wendala. Befreit mich! Die Wurzeln des Baumes halten mich eisern umschlungen. Was immer ich versuche, es reichte nicht, um freizukommen. Ihr müsst den Baum schwächen, damit er nicht mehr die Kraft hat, mich festzuhalten. Warum kann ich euch nicht einfach befreien, indem ich die Wurzeln durchschneide? Die Wurzeln reagieren sofort auf jede meiner Bewegungen. Greift ihr sie direkt an, zerdrücken sie mich womöglich, bevor ihr mich befreit habt. Wenn ihr aber den Baum selbst angreift, ist er vielleicht abgelenkt genug und er lässt es einfach von mir ab. Also gut, ein Versuch ist es wert. Bitte befreit mich. Wie seid ihr nur in diese missliche Lage geraten? Ich will nicht unhöflich sein, aber im Moment bin ich eher daran interessiert, wie ich wieder aus ihr herauskomme. Ja, ihr habt recht. Ich werde versuchen, den Baum im Kampf zu schwächen. Hoffentlich reicht es, um euch zu befreien. Ah, die... Ja, erstmal muss ich mich um die hier kümmern. Okay. Zum Angriff. Die Drachenpflanzen hier in der Umgebung loswerden. Oh. Na klar. Puh.
Autsch. Lass das mal Vorgriff machen. Lass das mal Vorgriff machen. Okay, das war jetzt nicht so gut. Alles klar. Warum spawnen da immer wieder neue? Das ist jetzt gerade echt nervig. Armbrust wechseln, du gehst nicht in den Nahkampf mit dem Ding. Alles klar. Zeritus. Ast. So, waren das jetzt genug Drachenfliegen oder kommt noch ein Schwall? Furax. Na klar. Kleidesheimer. Wenn du hier. Und ihr haut mal ordentlich drauf. In die Hand. Zum Angriff. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Mein für Ardo. Du heil ihn am besten nochmal. Okay, nimm mal einen Eimbeersaft. Oder stirb einfach mal kurz. Aufgepasst. Silberne Tafel. Alles klar. Arquarius. Bei meiner Axt. Ja gut. Gladys steht weit genug vor dem Baum weg, dass er ihr nichts ausmachen sollte und Vorgrim steckt zum Glück ein. Das bin ich. Candidus. Besiege den bösen Baum. Der Baum hält die Elfe mit seinen Wurzeln gefangen und sie droht zu ersticken. Ich muss den Baum besiegen, anders kann ich sie nicht retten. Oh, Borgrim hat's umgehauen. Mein Schwert. So, auch ein guter Schuss von Gladys und der Baum ist unten. Das bin ich. Danke, dass ihr den Baum bezwungen habt.
Ich verstehe nur nicht, weshalb die Wurzeln noch immer nicht von mir ablassen. Ich fürchte, ihr müsst in das Innere des Baums hinabsteigen. Ich habe eine Ahnung, weshalb seine Wurzeln noch immer nicht nachgeben. Deshalb sollte ich mir zuvor noch einige Dinge aufbauen. Auch wenn meine Bestimmung durch meine Freunde nicht erfüllt werden kann, so hat mir das Schicksal in euch eine zweite Hoffnung gesandt. Alles begann vor einigen Monaten, als in unserem Stammsitz ein Bote einer befreundeten Sippe mit einem Bündel zu uns kam. Als der Sippenälteste es öffnete, fand er nichts Geringeres vor als das Seheninstrument eines meiner Vorfahren. Drei Sonnenwechsel lang beschäftigte er sich mit der von ihrem Besitzer über und über mit zierenden Mustern versehenen Flöte. In ihr hallten Klänge des Leids und der Unvollendung wieder und es wurde klar, dass der Geist meines Vorfahren in Not war. Die Klänge erzählten von Krieg, zerstörten Wäldern und von seinem verlorenen Seheninstrument. In der letzten Nacht, in der er auf der Flöte spielte, um zu ergründen, welche Melodie das Leid meines Vorfahren zu einem guten Ende bringen könnte, sah er mein Antlitz vor sich und eine Gestalt im Schatten. Er ging davon aus, dass es sich bei dieser Gestalt womöglich um einen Gegenspieler handelte. Ich bin überzeugt, dass ihr diese Gestalt seid, ein Bote meines Schicksals. Wenn meine Vermutung stimmt, werdet ihr dort unten den Geist meines Vorfahrens antreffen. Nimm es als Zeichen der Versöhnung seine Flöte mit hinunter. Es geht seine Seele friedlich zu stimmen, auf dass er vom ewigen Fluch des Dunklen befreit wird und seinen Weg zur ewigen Ruhe im Ursprung alles Sein finden kann. Hier in dieser Tasche ist meine Flöte. Bindet, nehmt sie an euch. Sollten wir jetzt nicht erst einmal versuchen, euch zu befreien, indem wir die Wurzeln durchschneiden? Wollt ihr mir nicht erstmal verraten, wie ihr überhaupt in diese nützliche Lage geraten seid? Ich will auch jetzt nicht unhöflich sein, aber nach wie vor bin ich eher daran interessiert, die Folgen meiner Unbesonnenheit ungeschehen zu machen. Passt euch aber mein Herz und erkundet die Baumhöhle. Ihr habt recht, ihr solltet mich im Innern des Baums umschauen. Die Wurzeln halten mich noch immer eisern fest. Ah ja, jetzt muss wohl. Langsam zieht die Kälte in meine Glieder. Bitte heilt euch. Ja, beschwichtige die rastlose Seele. Der Baum ist tot, doch die Wurzeln hatten die Elfe immer noch gefangen. In einer Höhle unter dem Baum soll ein Elfengeist sein Unwesen treiben. Wendala, die Elfe, hat mich gebeten, ihm nachts ihn ruhig zu stellen. Nur dann werden die Wurzeln sie freigeben. Okay. Oh, Würstelkraut aus den Dingern. Ja. Oh, und viele der Drachenfliegen sind despawned. Die Wurzeln halten mich noch immer eisern fest. Na gut, das macht es wiederum leichter, hier die Giftzähne zu ziehen. Und das Würselkraut zu holen. Das heißt, wir pflücken jetzt erstmal noch hier das Zeug, was hier wächst. Hinter mir bleibt schon geschehen. Das haben wir ja auch vor. Meine Güte, da sind ja nochmal mit Drachenfliegen. Und ja, wir sind hier im obersten Teil. Also ich glaube, nördlicher können wir nicht und östlich ja auch nicht. Ich mach das schon. So. Oh, hier ist eine Alraune. Aber nicht du, Gladys, sondern du. Eine Alraune erhalten. Alraune, dem Pulver, das man aus dieser Pflanze geben kann, werden magische Kräfte nachgesagt. Okay.
Die brauchen wir dann wohl für was anderes. Wird gemacht. So. Das heißt, wir gehen jetzt noch schnell in die Höhle, also schon mal in die Höhle runter. Ja, ich glaube, groß war die Höhle nicht, aber wir tun jetzt trotzdem hier speichern, weil wir schon eh schon am Überziehen sind. Also Let's Play 011, speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.